¿Cómo estás, amigos? So, ich weiß jetzt endlich, was das heißt. Und zwar, es heißt, The Manky Tube ist der geilste Ficker auf Erden. Und damit will ich euch jetzt begrüßen. Ich grüße Sie. Ich merke gerade, dass unser Haus noch nicht fertig ist. Das fickt mich jetzt hart. Was? Ich darf doch solche Wörter gar nicht anwenden auf YouTube. Ihr seid überall kleine Kinder. Mensch, was machst du denn, der MankeyTube? Sieht aus wie ein Penis. Was? Wahrscheinlich bekomme ich jetzt einen Strike oder sowas. Wäre mir egal. Lust weg. Ich bin ein harter Gangster und mir ist das egal. Ich gehe jetzt in die Wüste und was mache ich denn eigentlich in der Wüste? Keine Ahnung. Aber ich finde die Render-Distanz hart geil. Irgendwie. Irgendwie voll den Überblick, Alter. Da vorne. Das sieht irgendwie scheiße aus. Das will ich weghaben, weil das einfach in der Luft schwebt. Sieht aus, als wäre der Chunk noch nicht ganz geladen oder so. Der Pfeil, der interessiert mich wenig. Und ja, damit bauen wir jetzt unser Haus weiter. Was mich interessiert, spawnen die Viecher in dieser Version genau? Also, weil früher war es ja so, dass in manchen Versionen oder in den alten Versionen Tiere, wenn man sie tötet, dass sie nicht noch nachspawnen. Ja, geh weg. Und das ist ja mal irgendwie scheiße, weil die sollen ja nachspawnen. Wir brauchen immer noch mehr Kobelstein. Und wo finden wir Kobelstein? In Koblenz. Den Witz habe ich jetzt schon irgendwie zweimal gebracht und er ist immer noch so lustig wie am Anfang. Beim zweiten Mal. Ui, da liegt Zombiefleisch. Könnten wir essen. Haben wir gegessen und jetzt sind wir vergiftet, aber YOLO. Yeah, aber jetzt kann ich wieder laufen. Lol. Ah ja, genau. Und wenn man Viecher spawnt oder Tiere spawnt, dann sind die instant erwachsen. Also wie in echt. Genau. Oh, hier sind. Oder hier ist eine Kuh und ein weißer Grasblock. Und Kohle. Kohle, Kohle, Schubdidu. Kohle, Kohle. Ah oh, ja, genau. Ein Kohle oder was? Ja, ernsthaft. Ist ja auch wie in echt. Bloß eine Kohle im Geldbeutel. Und überall liegen Eier. Wer lässt denn bitte seine Eier fallen? Das muss doch wehtun. Kugelstein. Wieso sage ich eigentlich immer Kugelstein? Das habe ich vorher noch nie gesagt, bloß seit ich das Let's Play anfange. Ich glaube, das Minecraft Let's Play. Nee, egal. Egal. Ich bin jetzt zu faul, den Satz zu beenden, deswegen höre ich jetzt einfach auf damit. Ist vielleicht sowieso besser, wenn ich mal nichts sage, als wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Kacke in das Mikrofon presse und damit irgendwie eure Ohren entzünde oder entflamme, besser gesagt. So, ich baue jetzt so viel Zeug ab, bis meine Spitzhacke den Heiligen Geist aufgibt. Oh, Kohle! Kohle, Kohle, tralala. Der Kohle-Song ist auch bloß bekannt geworden, weil Rahmschnitzel da ein Metal-Mix gemacht hat, oder? Kohle, schuppidu, Kohle, Kohle. Geil, meine Pitzschacke ist kaputt. Yeah, Stein mit der Hand abbauen. Gangstermäßig. Bosshaft, besser gesagt.
Wir haben 5 Kohle. Ist das nicht ein tolles Achievement? Ist das nicht toll? Da vorne ist unser Haus. Also ich finde den Seed gut. Also der Seed war nochmal die Unterstrich Außenseiter. Lustig ist, wir haben uns an die Außenseite des Waldes gebaut. Ja. Hier ist Wasser und das Lustigste. Oh yeah, voll geil. Unsere Dings sind gewachsen. Kakteen. Das können wir also Self-Defense, also als Defense machen. Gegen Zombies, sorry. Yeah. Und dann können die Zombies uns nicht mehr töten. Dann sind wir Mega Man. Wieso sollten wir Mega Man sein? Keine Ahnung. Ah, ich hätte noch eine Spitzhacke gehabt. Mensch! Oh, und ein Stein zu wenig. So. Ich will mir nämlich ein Schwert machen. Und damit irgendwelche Tiere töten. Und damit Greenpeace auf den Senkel gehen. Ich habe jetzt auf den Senkel gehen gesagt, weil ich politisch korrekt sein wollte. Ist man da politisch korrekt? Hat das irgendwas mit politischer Korrektheit zu tun, wenn man die richtigen Wörter benutzt? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nämlich ungebildet und fett und hässlich. Was? Ja. Was ich eigentlich sagen wollte war, ja, keine Ahnung. Sagt's mir doch. Genau, schreibt in die Kommentare, über was ich reden soll. Dann muss ich mir nämlich keine Arbeit mehr machen. Und au. Alter. Und ja, und ihr habt irgendwas zum Zuhören und ich verdiene Geld damit. Nein, ich verdiene eigentlich kein Geld damit, weil meine Monetarisierung deaktiviert ist. Weil ich ein Gangster bin. Yeah. Ja, gerade noch gerettet. Und hier ist Eisen. Alter. Ja, 2 Eisen, genau. Ja, wahrscheinlich. Fick dich. Es ist dunkel. Ihr ist auf Moody gestellt. Ja, toll. Moody. Ach ja. Die Menschen. Und ihre Behinderungen. Kohle. Ich könnte einen eigenen Kohle-Song machen irgendwie. Aber ich bin viel zu faul dafür. Machen wir Strip-Mining an der Oberfläche, ist das nicht toll? Das muss voll effektiv sein. Deswegen mache ich jetzt einfach weiter. Nee. Nur 9 Kobelsteine. Das ist ja irgendwie ernüchternd. Ich gehe jetzt heim und suche mir dann eine Höhle. Und hier liegen schon wieder Eier. Wer verteilt denn hier die Eier? Hier kommt der Eiermann. In meiner Hose. Yeah. Ich stelle mal das Mikrofon näher an meinen Mund. Nee, geht nicht. Ich muss meinen Mund näher ans Mikrofon stellen. Dann könnt ihr meine behinderte Stimme noch genauer analysieren. Anal. Ach genau, und die Schafe droppen noch kein Fleisch, sondern bloß Wool. Scheiß Evil Chickens. Ja, genau. Alter. Der Moon kommt wieder. Wir haben jetzt erst wieder ungefähr so 8 Minuten aufgenommen. 9, 8 Minuten.
Machen wir doch mal eine längere Folge. Nee, nee, machen wir nicht. Ich mache mir doch nicht freiwillig mehr Arbeit, als ich müsste. Da wäre ich doch behindert. So, einen Ofen können wir uns schon mal machen. Yeah, Hot Topic. Yeah. So, das ist so Feng Shui-Einrichtung. Das macht man heute so. Gibt's eigentlich Feng Shui noch? Keine Ahnung. Würde mich mal heiß brennend interessieren. brennend interessieren wegen dem Ofen. Voll der Witz. Eine Kiste wäre ja auch mal nicht so komplett der verkehrte Weg. Könnten wir ja auch mal machen. Und was mir einfällt, alleine reden ohne Unterstützung von einem Koop-Partner oder irgendwelchen anderen behinderten Menschen ist ziemlich schwer. Da muss man nämlich überlegen. Und das ist meine Schwachstelle, überlegen. Und Hirn benutzen ist eigentlich mal immer meine Schwachstelle gewesen. Und deswegen springe ich jetzt auch mit 4 Herzen darunter. Habe jetzt ein Herz und eine halbe Hungerkeule. Und werde das ganz sicher überleben. Ich hätte mir... Scheiße. Ficken. Ja, das Problem mit dem Essen. Das ist scheiße. Yeah. Mehr Kohle. Ich kann ja Kohle abbauen. Seht ihr? Das ist meine Schwachstelle. Das mit dem Hirn. Ich kann ja Kohle abbauen. Und das dann kombinieren. Ne? So. Dann spawnen hier weniger Monster. Und ja. Ah! Alter. Wie ich jedes Mal erschrecke, wenn ich Hunger verliere. Was ungefähr 10-mal in der Sekunde passiert. Was, ja. 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 So. Eisen abbauen. Nee, so. Eisen. So. Hier ist Eisen. Ein Eisen. Toll. Wow. Kohle. Also Kohle, glaube ich, gibt es hier im Überfluss. Im Abfluss. Ha. Und yeah. Also, keine Sorge, der epileptische Anfall ist schon wieder vorbei. So. Finde ich irgendwie schade, dass Gronkh keine Minecraft-Let's Play mehr macht. Ich glaube, er will sich einfach jetzt abheben. Weil jeder hat immer gesagt, Gronkh ist der mit den Minecraft-Kiddies. Und er will jetzt auch erwachsen sein und spielt deswegen so Spiele wie Forest und sowas. Er will einfach nicht mehr dieser Minecraft-Typ sein. Ah! Fuck. Irgendwie scheiße jetzt, ne? Irgendwie verfickt mega scheiße. Ficken, ficken, fick, 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 fick. Ficken, ficken. Um mal hier den Gangster raushängen zu lassen. Yeah. So. Hier eine sichere Stelle bauen. Und dann Iron abbauen. Yeah. Und, ja, genau. Ja. Was mache ich jetzt? Hier ist eine überdimensionierte Spinne. Und ich habe keine Möglichkeit, irgendwie dieser zu entkommen. Und deswegen baue ich jetzt dieses Eisen ab. Und wenn ich dieses Eisen abgebaut habe, dann will ich dieses total behinderte und völlig langweilige Mainstream-Minecraft-Let's Play
mit dieser Folge beenden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und abonniert und liked, weil ich like geil und ja, weil ich like geil bin und Down-Syndrom habe und behinderte Menschen werden immer bevorzugt. Also, macht das, was ich sage. Tschüss.